Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur 17. Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute werde ich euch zeigen, wie man in Minecraft den Wither besiegen kann. Und das geht nämlich ziemlich einfach mit einem kleinen Trick. Und den werde ich euch wie gesagt heute zeigen und damit wünsche ich euch viel Spaß. Um den Wither erstmal zu beschwören, braucht ihr allerdings zwei Ingredients oder zwei Zutaten vielmehr. Und zwar zum einen braucht ihr dafür 4 Soul Sand, die bekommt man aus der Hölle. Und ab der 1.16 Version kann man auch Soul Soil dafür, glaube ich, benutzen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, das könnte sich auch noch ändern, aber ich bin mir einigermaßen sicher, deswegen erwähne ich es hier. Und was ihr dann noch braucht, sind 3 Wither-Skelett-Köpfe. Die Wither-Skelette, das sind die schwarzen Skelette, die in den Nether-Festungen spawnen, also auch in der Hölle. Und dort müsst ihr sie einfach töten. Und mit ein bisschen Glück bekommt ihr dann, wenn ihr sie getötet habt, ein Wither-Skelett-Kopf gedroppt. Und davon braucht ihr, wie gesagt, 3 Stück. Und am besten schaut ihr euch nochmal mein Video an, wie man Nether-Festung findet. Das habe ich ja schon mal, wie gesagt, in dem Video erklärt. Und am besten benutzt ihr auch ein Plünderungs-3-Schwert, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen höher, diese Skelett-Köpfe zu bekommen, da die doch eigentlich relativ selten sind. Außerdem braucht ihr bei diesem speziellen Trick jetzt noch Eisen und geschnitzte Kürbisse. Wir wollen nämlich Eisengolems bauen, weil Eisengolems machen dem Wither extrem viel Schaden und auch extrem schnell. Und dementsprechend ist das so ein bisschen der Trick, dass man hier in diesem Fall jetzt nicht selber gegen den Wither kämpft, sondern eben sich Eisengolems dazu beschwört, die den dann schnell platt machen. Weil wie gesagt, es geht wirklich erstaunlich schnell und es spart halt so viel Zeit und ist so einfach und so sicher eigentlich. Deswegen brauchen wir wie gesagt Eisen und geschnitzte Kürbisse. Geschnitzte Kürbisse sind einfach zu machen, dafür braucht ihr nur einen Kürbis, den ihr mit Rechtsklick und einer Schere dann bearbeitet. Dann ist er so geschnitzt halt und hat so ein Gesicht drauf und die brauchen wir für die Eisengolems. Außerdem brauchen wir dann noch für jeden Eisengolem 4 Eisenblöcke, das bedeutet Eisenfarm ist angesagt. Das ist relativ einfach und ich denke jeder weiß, wie man den beschwört. Am besten braucht ihr 5 Stück davon, das sollte auf jeden Fall reichen, aber wie gesagt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich 20 Stück oder so machen. Ist natürlich ein bisschen zu viel, aber so 5 sollten es auf jeden Fall sein, das empfehle ich euch. Das sollte in den meisten Fällen auf jeden Fall reichen. Für diese 5 Eisengolems braucht ihr dann insgesamt 180 Eisen und wie gesagt 5 Kürbisse. Wenn ihr das jetzt alles parat habt, dann lauft ihr am besten ins Ende und grabt euch dort 15 bis 20 Blöcke tief in den Boden hinein und grabt dann so einen kleinen Raum, der insgesamt 3 Blöcke hoch ist. Wir gehen ins Ende, weil die Endblöcke sehr resistent sind gegen Explosionsschaden und der Wither sorgt eben für viele Explosionen und in der normalen Welt bei Steinen zum Beispiel wäre das halt so, dass sie halt relativ schnell kaputt gehen oder auch in dem Nether, die Blöcke gehen halt sehr schnell kaputt durch Explosionen und im Ende ist das halt nicht der Fall. Aber theoretisch könnt ihr es auch, und das habe ich auch schon gemacht, in der ganz normalen Minecraft-Welt einfach ein Loch buddeln und dann wie gesagt 3 Blöcke hoch, damit da alles auch Platz hat genug und dann könntet ihr ja das auch in der normalen Welt natürlich machen, aber am Ende wäre es ein bisschen optimaler. Ihr platziert nun in diesem Raum, wie gesagt, die 4 Soul Sand Blöcke, platziert aber noch nicht alle 3 Köpfe obendrauf, das wäre ein bisschen blöd, sondern wir wollen dann erstmal drumherum die ganzen Eisengolems auch noch machen. Das bedeutet, ihr seht schon, wie man das hier macht, das ist so ein halbes Pluszeichen quasi und obendrauf würde dann halt noch der Kürbis kommen. Und die Eisengolems solltet ihr allerdings auch noch nicht spawnen, denn dann ist es immer so ein bisschen nervig, wenn die da rumlaufen und euch im Weg rumstehen und so weiter. Sondern wir wollen am Ende dann alle zusammen quasi spawnen. Wenn ihr soweit jetzt alles platziert habt, dann könnt ihr nämlich damit anfangen, die Eisengolems zu beschwören. Und wenn ihr alle 5 Eisengolems, oder je nachdem wie viele Eisengolems ihr habt, aber wenn ihr alle Eisengolems auf jeden Fall dann beschworen habt, dann könnt ihr auch den Wither beschwören. Und dann solltet ihr euch ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen Abstand halten vielleicht, damit ihr keinen Schaden bekommt. Und dann könnt ihr die Show eigentlich genießen. Die Eisengolems, wie eben schon erwähnt, machen dem Wither besonders viel Schaden und wenn ihr 5 Stück davon habt, dann sollten die auf jeden Fall in der Lage sein, den Wither ganz alleine und vor allem eben auch wirklich schnell zu besiegen, also so schnell kann man es selber fast gar nicht schaffen. Und ja, nach einer kurzen Zeit ist dann der Wither wie gesagt tot und ihr könnt den Nether Star einsammeln und dann ganz theoretisch könntet ihr halt direkt den nächsten Wither beschwören, solange bis halt eure Eisengolems alle tot sind oder ihr macht halt noch mehr Eisengolems und beschwört halt die ganze Zeit irgendwelche Withers und lasst euch so halt automatisch quasi diese Nether Stars daneben farmen. Das war so der ganze Trick, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, könnt ihr gerne mal Hashtag Eisengolem in die Kommentare schreiben, weil die ja schon sehr wichtig für diesen Trick sind und richtige Ehrenmänner sind, dass sie uns die Arbeit mit dem Wither abnehmen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, wie gesagt, Hashtag Eisengolem und auch das Abonnieren nicht vergessen, das ist auch schnell und einfach gemacht und hilft mir sehr. Wir sehen uns dann bei einem nächsten Video, ich hoffe, ich konnte euch soweit helfen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.